Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview über das Thema Salzheilung. Und ich habe heute die Saline Quindel eingeladen. Und Saline, du kannst dich einfach mal kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, was Salze für dich bedeuten. Gut, hallo, guten Morgen. Ich freue mich total, dass die Sarina mich eingeladen hat. Ja, wir sind eine Familie, wir wohnen am Stadtrand von München. Ich habe seit 13 Jahren, wir sind gerade draufgekommen, ein Meditations- und Heilungszentrum am Stadtrand von München. Seit 5 Jahren sind wir eingeweihtes Lichtzentrum und in der Tradition von Agni. Und das ist ganz wunderbar. Also wir arbeiten hier als eine ganze Familie. Wir haben 2 Töchter, die schon fast erwachsen sind. Und Saline, da drauf kommt man dann relativ leicht, dass man dann doch irgendwas mit Salz zu tun hat. Saline ist mein spiritueller Name, den mir spiritueller Meister gegeben hat, und war total erstaunt erstmal und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und irgendwann, es hat ein bisschen gedauert, habe ich mich durchgearbeitet und habe doch festgestellt, dass mir Salze sehr am Herzen liegen. Ja. Salze, was ganz Wunderbares sind, so an sich. Ja, ich finde schon, wenn man so ein Salzkorn anschaut, ja, wenn man so ein bisschen größeres Salzkristall in der Hand hat, dann denkt man so, bist du schön. Ja, also ich finde, es ist schon mal so an sich was total Schönes. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie Salze alleine medizinisch gesehen oder physiologisch gesehen in unserem Körper arbeiten, das ist schon sehr faszinierend. Und wenn man dann noch sieht, wie viel Licht die speichern, wenn man irgendwann auf die Energieebene weiter guckt, ja, das ist wirklich toll. Das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und für mich bedeutet Salze eine wahnsinnig schöne Art, Heilarbeit zu betreiben. Ja, ich arbeite mit Salzen, ich habe eine Salzheilerausbildung, wo ich die Heilmethoden weitergebe, und so kleine Mondsalze, die ganz viel Freude spenden. Soll ich gleich noch mehr über die Mondsalze erzählen, Sarina? Ja, pass mal auf, du kannst direkt mal irgendein Beispiel. Gib mal eine Geschichte aus deiner Arbeit zu einem Klienten vielleicht. Gut, mache ich gerne. Ich habe eine Klientin, die hat, so eine Klientin von mir, weitgehend, die hat immer so, die hat 2 Söhne, der eine Sohn ist schon verstorben, und es war immer irgendwie schwierig für sie, so ihre Muttergefühle zuzulassen, ja. War ein Kind gestorben, das andere irgendwie, sie hat immer so das Gefühl gehabt, irgendwie, sie hat sich so abgeblockt von dem, ihre Kinder zu lieben, ja. Und wir haben dann daran gearbeitet, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Ja, warum schneidet sie ihre eigenen Muttergefühle so ab? Und durch die Arbeit mit den Salzen sind wir quasi einen Weg zurückgegangen, ja, in verschiedene Leben, wo sie immer wieder die Schuld auf sich genommen hat, ja, dass sie ihre Kinder verloren hat. Ja, und dadurch diese Liebe nie rausgebracht hat. Und dieses Trauma haben wir sozusagen mit dem Mondsalzen abgenommen. Da habe ich tatsächlich das richtige Salz gerade in der Hand. Der abnehmende Mond, ja. Der abnehmende Mond, der uns hilft, Dinge loszulassen, ja. Wenn ich so ein Trauma halte, ich manchmal ganz gern fest, ja. Gerade wenn ich es durch mehrere Inkarnationen schon durchlebt habe und immer wieder mir das hole, es ist ein Muster, da fühle ich mich ganz wohl, weil das kenne ich. Ja, das kennt meine Seele, auch wenn es nicht schön ist, ja, aber ich kenne das. Ja. Und die Zellen haben das dann auch gespeichert irgendwann einmal. Also unsere Zellstruktur sagt dann auch, ah ja, da bist du ganz, fühlst du dich wohl, mach das mal so weiter. Ja, und baut dann also körperlich was dazu auf. Ja, und wenn man dann die Salze einnimmt und in der Aura arbeitet damit, fängt es an zu verschwinden, und zwar relativ schnell. Ja,
Ja, durch die Arbeit, das war eine längere Sitzung, wir haben halt den Weg zurückgemacht mit dem Salz und haben dann quasi Schritt für Schritt immer wieder in jedem Leben mit dem Salz das losgelassen. Also sie hat es losgelassen, ich habe sie nur dahin geführt. Wie das halt immer so ist, die Klienten machen die Hauptarbeit, ja, ich bin nur derjenige, der sagt, schau mal hier, hier, da, da kannst du hin. Und ja, und das war ganz schön und man merkt, die Beziehung zu ihrem Sohn hat sich total verändert und sie konnte vor allem ihren verstorbenen Sohn endlich loslassen. Wir haben dann noch ein Geburtstagsfest für ihn veranstaltet, weil er tatsächlich an dem Tag einen Geburtstag hatte. Und es war ein total schönes so Rundum-Paket, wo es ja so, ach, es ist so, es kann so leicht sein, ja, es muss nicht schwer sein, ja. Und das ist nicht, dass man wirklich in diese Emotion ständig reingeht, sondern dass man sagt, okay, da ist es wieder, ja, da ist der Punkt wieder, ja, lass uns diesen Punkt auflösen, ja, damit deine Liebe frei fließen kann, weil das ist das, was am Ende zählt. Genau, schön. Das ist die Geschichte. Und du hast gerade schon vorher erzählt, dass zu dir den Weg die vielen Frauen finden, die ihr Mutterthema erlösen wollen oder ja, Themen rund um die Weiblichkeit haben, ne? Genau. Mondsalze, ja, wie man sich, also man, bei uns in unserer Welt ist der Mond männlich, was ja nicht so ganz stimmt, es ist sehr weibliche Energie. Ich sage trotzdem der Mond und nicht die Mondin, weil es ist einfach unsere Sprache und es ist okay. Ja. Sobald man das Gefühl für den Mond entwickelt hat, weiß man, wie weiblich der eigentlich ist, was das für eine Urweiblichkeit hat. Der Mond geht in Zyklen. Unser Körper besteht aus Zyklen. Ja. Also ein weiblicher Körper ist so mit diesem Zyklus verbunden. Ja. Und das führt die meisten Frauen, sage ich jetzt mal so zu mir, weil sie wollen mit ihrem Körper, mit ihrer Weiblichkeit, mit dem Muttersein, mit dem Gebären und geboren werden wieder in einen Fluss kommen. Ja, und das merke ich ganz stark, dass das, da gibt es so viele verschiedene Ebenen, die verletzt sind und die so unnatürlich geworden sind. Ja, also nehmen wir einfach mal den Zyklus. Ja. Welche Frau zelebriert ihren Zyklus? Sagen wir mal, so, hoffentlich ist es bald vorbei. Wie oft? Oder? So ein Scheiß, das regt mich total auf. Ich habe Bauchweh, ich habe vorher PMS. Aber es ist so ein Geschenk, so ein Zyklus. Wie toll ist das denn? Ja, unser Körper hat einen Prozess, wo er sich reinigt, wo er die Gebärmutter aufbaut, um zu Hause zu sein vielleicht, ja, um was zu nähren. Es ist wundervoll, ja. Also auch Menstruationsstörungen, Zyklusstörungen, dass sie sich mit diesen Salzen wunderbar behandeln. Hm. Oder behandeln hört sich immer so medizinisch an. In einen natürlichen Fluss zu bringen, sagen wir es mal so. Ja. Einfach wieder, damit man wieder das Gefühl kriegt, dass man Teil dieser Zyklen ist, ja, dieser Rhythmen, die die Natur hat und die wir selber haben. Jetzt sieht man an mir, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig der Hippie, ja, aber so, wir sind alle so natürlich, ja. Das sollte viel mehr Einzug nehmen für jeden. Hm. Also, dass man das respektiert und wieder diesen Rhythmus in sich fühlen kann. Das ist wunderbar. Das ist was ganz Schönes. Das hast du richtig, richtig schön gesagt. Wirklich toll. Und ich glaube, es geht auch eher darum, diese Innenschau zu wagen. Ja? Also wirklich im Einklang mit der Natur zu sein und mit allen Zyklen, die eben da draußen passieren. Ja, dass du die so verinnerlichst oder einfach dich erinnerst. Eigentlich wissen wir ja darum, um diese ganzen Prozesse. Das ist ja ureigenes Wissen. Genau. Ja? Und ich bin ja auch davon überzeugt, also wir sind ja eigentlich alle spirituell. Nur ist es die Frage, wie bewusst wir das haben. Und da kann Salz einfach helfen, ein Bewusstsein dafür zu entfalten, um sich einfach da wieder einzuklinken. Und absolut. Das hast du gesagt, dass da gerade im Fluss zu sein, das finde ich total schön, weil das sehe ich ganz häufig bei den Leuten, die zu mir kommen, die sind einfach nicht im Fluss, die stehen sich selbst im Wege, ja, egal um welche Prozesse es geht, ne? Und oft sieht man das dann in diesen kleinen Kämpfen im Außen
Ja, eigentlich ist es ein Kampf, den wir in uns führen, ein Kampf mit uns selbst. Absolut, ja, total recht. Ja, gebe ich dir total recht. Ja, das ist, da merke ich auch, dass die Salze sind so spannend, ja, für die Leute, weil die sehen die und sagen, ach, das ist ja interessant, ja. Und das hat so eine Globuli-Form, ja, und dann gibst du das denen anfangs wie Globuli, ja, und dann fangen die aber an von innen raus, ja, dadurch, dass das Salz so von innen arbeitet, auf der körperlichen Ebene erst, wirklich sie hier aufzumachen. Du siehst richtig, wie nach einer Zeit die Aura aufgeht und die Ausstrahlung besser wird, ja, oder besser, mehr wird, ja, das siehst du den Kern des Menschen immer mehr. Und das ist so toll, ja, ich finde, das ist so ein einfacher Weg, ja, wo man jetzt nicht, und die müssen nicht meditieren, die müssen nicht anfangen, irgendwie welche Mantren zu rezitieren, ja, das ist alles schön, und wenn man spirituell ist, dann findet man den Weg dahin und liebt es, ja, aber es gibt Menschen, die haben eine enorme Abneigung dagegen, ja, und sagen, ah, was ist denn das für Krampf, was muss ich jetzt da Mantra rezitieren, ja, das stimmt doch auch. Ja, das schreckt ja nach wie vor viele ab. Ja, ja, total. Es gibt ja kein Muss. Das ist das Spannende. Es gibt für nichts ein Muss. Jeder hat seinen Weg, ne? Genau. Das ist das Tolle. Und wie gesagt, dann nimmst du halt dann in der Früh, trinkst dein Glas mit deinem Salzkorn drin und siehe da nach und nach, denkst du, ach, jetzt geht's mir aber besser. Ist doch super. Ja, wie cool ist das denn? Ja, und so einfach. Es ist einfach, weil unsere ganz vielen Körperzellen, ja, die speichern unsere Erfahrungen. Ja, das ist so diese ganzen Schocks und ja, auch schöne Sachen speichern sie in unseren Zellen ab. Mhm. Die Salze, die gehen in den Körper und sagen, ah, ich sperre mal so eine Zelle auf, hol mal diese schlechte Erfahrung da raus, weil ich schicke da ganz viel Liebe und Licht rein. Und siehe da, der Körper kann heilen. Und die Erinnerung geht da weg. Weil sonst haben wir es ganz oft, dass wir uns diese Erinnerungen ständig wieder zurückholen. Ja. Das passiert leider relativ oft. Ja. Und das ist bei den Salzen, das ist echt nachhaltiger, muss ich wirklich feststellen. Ich habe wirklich viel Erfahrung mit Energiearbeit und ich kenne nichts, was so potent ist wie diese Salze. Also wie überhaupt. Das hast du cool gesagt. Ja, stimmt. Nein, es ist ja wirklich ein Multitalent. Total. Und ich finde, es ist absolut überzeugend. So, du musst da nicht dran glauben, sondern du nimmst es. Vielleicht bist du skeptisch, vielleicht hast du eine Abneigung, aber du bist neugierig und probierst es aus. Und du merkst, irgendwas ist anders. Und es ist immer eine Verbesserung oder eher einfach so eine Entfaltung. So sehe ich das. Genau, das Entfaltung gefällt mir sehr gut. Ja. Das ist ein schönes Wort. Das ist ein sehr schönes Wort. Ja, das ist so, da die das auch so. Genau so. Das ist so eine Entfaltung. Und es ist total schön. Also, ob man das ins Badewasser kippt. Also du kannst darin baden, du kannst dich damit eincremen. Das machst du in deinem Körperlotion und das ist direkt auf den Körper. Du kannst es trinken. Du kannst es, also mit dem Mondsalz, ich weiß nicht, wie das bei deinen Salzen ist. Du kannst sogar Feng Shui damit machen. Ja? Ja. Gibst es in die Räume. Genau. Ja, brauchst nicht immer einen Feng Shui-Berater. Du reist irgendwie so und nimmst dein Salz, zack, in den Raum, schon ist es besser. Dann ist die Energie besser. Du hast nicht mehr so einen komischen, dunklen Raum, wo du denkst, oh, so, wie die hier schlafen kann, weiß ich nicht. Ja? Oder Besprechungen, ja. Also, eine Klientin, die nutzt es total gern für Besprechungen. Also die ist in einer leitenden Position und als Frau in einer leitenden Position mit sehr vielen Männern um sich. Noch eine schöne Geschichte eigentlich. Und die hat dann immer so, ja, wir wissen ja, Männer haben ein ganz anderes Auftreten in Führungspositionen wie Frauen. Und die habe immer gesagt, du musst den weiblichen Weg finden da drin in deiner Führungsposition. Und nicht ein besserer Mann sein. Ja, daran haben wir ganz viel gearbeitet und das an die Salze, das ist super dafür. Die legt dann immer so ein Vollmondsalz, das unterstützt sie in ihrer weiblichen Kraft, ja, und legt sie einfach auf den Tisch, auf diesen Besprechungen. Ein Salzkorn fällt niemanden auf. Ja. Super cool.
ihr da. Sie steht in einem ganz anderen Licht da. Ja, sie kann das präsentieren und kann ihre Frau stehen unter diesen ganzen großkopferten Männern. Super. Super cool. Super cool. Und ja, genau. Und so einfach geht es. Also es geht wirklich einfach. Ja. Und ich habe auch schon ein paar Salzheiler ausgebildet. Und die sind total happy damit, mit dieser Arbeit. Mhm. Oh. Hallo? Du warst du bist noch eingefroren, aber jetzt geht es, glaube ich, wieder. Super. Du warst auch eingefroren, genau. So, hallo. Und die arbeiten wahnsinnig viel damit und meistens auch relativ unterschwellig. Also die outen sich jetzt nicht so wahnsinnig groß als Heiler, sondern die wollen das für den Alltag, für ihre Familien nutzen. Eben wie gesagt, diese Geschäftsfrau, ja, die wirklich große Leitungsfunktion hat, die nutzt das ganz viel in ihrer Arbeit. Ja, und an dieser Stelle möchte ich nur alle da draußen ermutigen, probiert das mal aus, weil die Erfahrung zeigt. Und genau, dann schick mir einen lieben Gruß in die Welt. Danke, Saline, für deine Zeit. Super gerne, vielen Dank. Liebe Sarina, war so schön. Viele, viele tolle Leute den Weg zu dir finden. Ja. Bisher hat es gut geklappt. Und dann probiert die Salzheile von der Sarina, ist bestimmt ganz toll. Ich kenne deine Salz jetzt nicht so gut, aber also ich kenne dich sehr gut und von dem her, glaube ich, sind die ziemlich der Knaller. Ja, sind sie. Also meldet euch bei einem von uns. Super, vielen Dank.